Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Wir sind im Heim der Zauberfeste angekommen und haben schon mit ein paar Insassen gesprochen. Nur Imone haben wir noch nicht getroffen und der seltsam vertraut erscheinende Koordinator führt uns hier im Augenblick Ja, herum. das ist ohnehin eine Standardtaktik. Und da steht er auch schon wieder. Der Bewohner dieser Zelle ist ein gealterter Elfenmagier. Sehr mächtig, jedoch nicht in der Lage, irgendeiner Seele Vertrauen zu schenken. Er heißt Dradil. Dradil kennen wir aber auch. Wo kam der denn nochmal vor? Böser Hund! Böser Hund! Überall Werwölfe! Stimmt, richtig, von der Werwolfinsel. Zurück! Genau, Dradil, genau, da kommt er her. Da gab es auch Dradils Kochbuch und sowas. Offensichtlich hat er irgendeine Art traumatischer Experimente hinter sich. Mit der Macht, über die er verfügt, kann man ihn nicht frei herumlaufen lassen. Da ist er ja. Ist ja lustig. Das ist mir früher auch nie aufgefallen, dass hier so viele Bekannte sind. Also. Ihr? Kenne ich euch? Nein, ich kenne niemanden. Zurück, böser Hund! Platz! Keine weiteren Tests! Keine weiteren Fragen! Es reicht! Zurück, böser Hund! Du riechst wie Golodon, der Entmannte! Bastard! Von dem redet doch Jan auch immer. Ich kenne diesen Mann, aber ich kann mich nicht erinnern, von wo. Oh, cool, hier hat jemand Geld liegen lassen. Das nehmen wir doch. Jan? Ich warte. Nein? Schreit nicht so. Ich kann euch ja hören. Oh, also das ist nun wirklich Aha, kein nur mit einem Problem. bestimmten Zeitschlüssel zu Jan, öffnen. Toll, da sollen verstanden. wir offensichtlich noch nicht hin. Da ist Imon. Ja, ist schon Und geschehen. zum Schluss die, die ihr sucht. Es geht ihr angesichts der Umstände recht gut. So, Lea. Lea. Imon, ich bin's, Bib, ich bin euretwegen Zurzeit hier. scheint sie nicht willens zu sein, zu antworten. Ihr Bewusstsein kommt und geht. Es ist ein Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Ja, ist es. Ich werde zusammen mit dir gehen, gleich Oh, jetzt. das habt ihr falsch verstanden. Für mich ist es ein Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Mit ihr bin ich fast fertig. Jetzt bin ich hinter euch her. Ich wusste, dass ihr nach ihr suchen würdet. Und so war der Weg schwer, doch nicht unmöglich. Es war alles so arrangiert, um eure Fähigkeiten zu testen. Was? Wovon redet ihr? Ist das ein weiterer Trick der verhüllten Magier? Die verhüllten Magier leiten das Heim nicht mehr. Mit Bodys Hilfe war es mir ein leichtes, die Kontrolle hier zu übernehmen. Sie ist eine nette Schwester, wenn auch ein wenig raubtierhaft. Ich nehme an, ihr wisst nun, wer ich bin? Das tue ich, ihr seid Irenikus. Und ich schulde euch ein großes Maß an Schmerz. Ihr versucht wohl Gerechtigkeit zu üben oder Rache zu nehmen oder was auch immer. Es ist mir egal, ihr werdet nichts ausrichten können, das ich nicht gestatte. Euer Schicksal war schon besiegelt, bevor ihr hier ankamt. Eine simple Essenszugabe durch einen Meister der Kräuter, Herrn Semon Havarian. Was? Was ist das? Ich werde euren Verrat bestrafen. Ihr werdet feststellen, dass ihr machtlos seid. Ich habe Vorkehrungen getroffen, dass ihr nicht zu Schaden kommt. Zorn wäre vergeblich. Es wird keinen Kampf geben, keine Heldentaten, nur Schlaf. Und Power Emote. Aber dagegen müsste man, wenn man jetzt die Vampirin mit hätte, die müsste Scheint, dass dagegen mein eigentlich Besuch immun sein. angebracht ist. Es ist so, wie Und ich es Razzat mir müsste gesagt dagegen habe. auch immun Alles sein, ist so eingetroffen. weil Razzat ja immun gegen Gift ist. Glaube ich. Nun, es scheint, dass mein Besucher erwacht ist. Genau, alles ist so eingetroffen. Ich fürchte, ich war euch gegenüber im Vorteil. Ich habe euer Kommen von Anbeginn geplant. Es konnte nicht anders laufen. Da ist er wieder mit seinem Muskelshirt. Eine Prise Verrat von Simon und eine Zauberzutat. Ein gutes Rezept für eine Suppe oder ein anderes Gericht. Nicht zu entdecken und nicht mehr als ein Gewürz bis zu meiner Beschwörung. Sehr clever. Doch grämt euch nicht. Ihr braucht euch um nichts mehr zu sorgen. Euer Leben endet heute.
Wir fragen mal nach Imone. Was habt ihr ihr angetan? Keine Angst. Imone hat bereits hinter sich, was sie für meine Sache erleiden musste. Sie überlebte es sogar und das bedeutet euch sicher viel. Ihr seid stärker, zielstrebiger und ihr seid euch eurer bewusst. Wie, was? Bewusst, hä? Bewusst dessen, was ihr seid, Kind des Baal. Ihr seid euch dessen bewusst und sie ist es nicht. Das versetzt euch in die Lage, besser zu fokussieren. Wusstet ihr das nicht? Wollt ihr damit andeuten, sie wäre ebenfalls ein Kind des Baal? Das kann gar nicht sein. Ihr müsst das schon vermutet haben. Vielleicht fühlte sie keine Anzeichen, aber der Makel war bereits da. Sie ist im gleichen Alter, mit Sicherheit nicht, und wurde offenbar als Kind fortgebracht, ebenso wie ihr. Euer Freund Gorion hätte euch besser früher schon etwas über euch selbst gesagt. Dann hättet ihr vielleicht gelernt, euch nicht vor euch selbst zu fürchten. In der Tat, Imone ist ein Kind des Baal. Ich vermute, ihr unschuldiger Charme und ihr Humor überlagerten das Dunkle in ihr. Da kann man mal wieder sehen, wie wichtig unschuldiger Charme und Humor ist. Überlagert das Dunkle. Das ist bei mir bestimmt auch nicht anders. So, sie zeigte nur deshalb keine Symptome, weil es in ihrer Seele keinen Platz für die Schatten gab. Daher musste ich ihr nun ein paar sehr tiefe Schatten zeigen. Schlimm, dass es getan werden musste, aber es war notwendig, um das zu bekommen, was ich brauchte. Nun muss ich mich auf euch konzentrieren. Ich bin stark. Stark genug, euch zu stoppen. Tja, Fehleinschätzung ist auch eine Einschätzung. Nein, Bib, das seid ihr nun wirklich nicht. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr sterbt. Schade eigentlich, aber unumgänglich. Seht ihr die Schattendiebe in den anderen Räumen? Sie sind die Früchte von Bodhis Gildenkrieg und ihr Tod wird euch eure göttliche Seele entreißen. Hab keine Furcht, Bib. Ich denke, es wird alles kurz und schmerzlos verlaufen. Das kennen wir ja schon von Imone. Nicht. Kämpft nicht. Kämpfen bedeutet verlieren. Kommt zu mir. Findet mich. Imone, wo seid ihr? Im Innern. Findet mich im Innern. Ihr könnt nicht alleine kämpfen. Ihr könnt es nicht. Findet mich im Innern. Machen wir. Also Imone. Sag mir, was ich bin dabei. Ist auch lustig, dass wir hier. Da stehen die anderen. Die kann sie nur nicht bewegen. Wusste ich ja auch noch gar nicht. Ich bin immer sofort reingegangen. Wir speichern mal. Ich warte. Offensichtlich will Imone, will ja Irenicus unsere göttliche Seele oder so haben. Okay, wir kommen da offensichtlich nicht hin, ne? Ne. Wir sollen da nicht hin. Gut. Creepy Music. Aber vielleicht können wir das Spiel reinlegen, indem wir außen rumrennen. All around Candlekeep, Kerzenburg. Kerzenburg, da hat unser Abenteuer in Baldur's Tor ja irgendwann mal angefangen. Und offensichtlich ist das hier ja wieder eine Traumsequenz. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, stark. Man kommt ja tatsächlich hier fast an. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich dachte halt auch immer, ich wäre hier alleine. Oh, nö, ne? Jetzt ist hier... Hier haben sie... Nee. Doch, hier haben sie... So gemescht, dass man da nicht hinkommt. Schade. Es war so knapp. Achso, da steht. 1, 2, 3. Wo steht denn? Ach, da. Okay. Na gut. Es hat nicht geklappt. Gab es da oben einen zweiten Eingang? Ja, dann gehen wir doch da rein. Also, wir sollen nicht kämpfen. Wir sollen zu Imone. Imone wird uns schon helfen. Wir müssen Imone auch mal vertrauen. Der Boden ist Lava da oben. Ah, nein, 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 das ist ja Sarevok, den wollen wir nicht treffen. Vielleicht wollen wir doch mit ihm reden.
Was soll passieren? Auf die Knie. Nö, das ist Baal. Ihr könnt nicht anders. Ich bin in euch. Monster, raus ich aus meinem Kampf. Ich bin euer ureigenstes. Das ist, als ob ihr darum bittet, ohne Blut zu leben. Oder als ob ihr euch weigert, zu atmen. Ich gehöre zu euch. Und ich bin in euch. Ich bin, was ihr hättet sein sollen. Nö. Ciao. Du hast aber leider keine Hast, ne? Deswegen bist du zu langsam, du alter Freund und Kupferstecher. Dämon, mir doch egal. Tja, da ist einfach Baal. Wer hätte das gedacht? So, wir erkunden hier noch ein bisschen die Karte. Und jetzt sehen wir zu, dass wir mit dem Dämon reden. Und zwar ganz schnell. Wir laufen auf der Innenkurve. Dieser Weg führt uns ins Innerste unserer Seele. Nur durch ein Opfer erhaltet ihr einen solchen Einblick. Seid ihr bereit, etwas von euch zu geben, um euch selbst zu erkennen? Oh, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Der Wiegzoll. Oh nein, ich glaube, wir müssen auf einen unserer Attributswerte verzichten, ne? Ich glaube, das war sowas. Seid ihr bereit, euch selbst loszulassen? Bla, okay. Also, ich will auf gar keinen Fall Konsti verlieren, auf gar keinen Fall Verstand, Weisheit auch nicht. Jugend und Beweglichkeit. Was? Ja, dann... Oh, jetzt würde ich gerne meine Stats wissen. Also, Intelligenz schließe ich natürlich aus. Konstitution auch. Ja, müssen wir Weisheit abgeben. 3. Und wenn ihr vor lauter Verrücktheit ins Zaumen geratet, werdet ihr euch in euren Fehlern erkennen. Ein Narr sieht viel, was ein Gelehrter nicht zu erkennen vermag. Ihr erkennt euch selbst durch das, was ihr verloren habt. Es ist also eine Geste eures Willens. Geht nun und fürchtet nicht, was auch immer kommen mag. Der hat uns echt... Ja gut, jetzt haben wir aber... Das war okay. Das war okay. Das andere wäre weniger gut gewesen hier. Jetzt haben wir keine 13 Weisheit mehr, sondern nur noch 12. Das ist okay. Manchmal muss man was opfern. Dafür können wir jetzt hier rein. Ich hoffe, das bringt was. Wir müssen uns ja auch ein bisschen beeilen hier mit dem Erkunden, weil wir ja Baal hinter uns herlaufen haben. Ah, Imon, bitte rede mit mir. Ich kann euch dort sehen. Wartet. Und wir können gewinnen. Imon, wie geht es euch? Psst. Bevor die Schatten wieder zurückkommen. Ich habe gesehen, was die Zukunft bringt. Einer allein kann nicht kämpfen. Okay. Wir müssen gemeinsam gegen euren Instinkt ankämpfen. Alleine würdet ihr fallen. Ob ihr nun gewinnt oder verliert. Aber hier, soweit ich sehen kann, können wir es besiegen. Geht und führt die Bestie hierher. Führt sie zu mir und wir werden sie gemeinsam bekämpfen. Gemeinsam. Er erwartet uns nicht gemeinsam. Aber er hat mir gezeigt, wie es geht. Geht und führt die Bestie hier jetzt. Es ist in Sichtweite. Ich werde meinen Willen dem euren hinzufügen. Er hat mir gezeigt, wie man es verwundbar macht. Da habe ich ja automatisch wieder alles richtig gemacht. Die Verwandlung und der Traum. Ja, wir gucken aber vielleicht... doch mal. Ich habe bla bla in meinem Traum gefunden. Vielleicht ist es irgendwie die echte Immun, wie dem auch sei. Bestie, sie beschrieb bla bla. Aha. Okay. Ja, dann gehen wir mal drauf. Ball. Das ist dumm, ne? Der trifft mich gar nicht. Ich bin euer Instinkt und doch verleugnet ihr mich. Ihr bekämpft mich. Ich sollte euch verschlingen. Wie könnt ihr es wagen? Tja. Ich spüre eure Seele. Sie hat Gestalt angenommen, um von innen zu leiten.
Ihr unterscheidet euch von euren Verwandten. Ich bin wohl anscheinend ein besonderes Barkind. Aber es ist schwach und wird nicht noch einmal helfen. Ihr seid innerlich leer. Es ist nichts darin, nur der Instinkt. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Ich... Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Verliert alle Wahlkräfte. Ihr seid wirklich stark. Ihr leistet Widerstand um jeden Preis. Ein Jammer, dass ihr innerlich schon tot seid. Ich glaube, das war bei mir auch noch nie so. Ich bin mir echt nicht sicher. Hä? Ja, Tja, weiß ich nicht. Oder vielleicht... Oh, das ist zu lange her. Okay, welche Kreatur auch immer ihr beschworen habt. Ich habe sie alle besiegt. Ihr werdet der Nächste sein. Meine Pläne sind fehlgeschlagen. Lasst mich frei und ich werde milde üben. Kannst du knicken? Ihr könnt mich nicht gegen mich selbst wenden. Genau. Ich weiß nicht, was ihr saht, während ihr in dem Zauber stecktet, aber hier in der Welt der Lebenden verliefen meine Pläne so, wie ich es wünschte. Ich habe euch alles, was euch ausmachte, entzogen. Alles. Das ist der schlimmste Fluch. Ich sollte es wissen. Okay, er hat mir meine ganze Persönlichkeit weggemacht. Was habt ihr vor, Irenikus? Was wollt ihr nun tun? Nein. Ihr erhaltet keine irgendwie geartete Erklärung von mir. Ihr seid jetzt kaum empfindungsfähig. Ich habe euch jedwede Göttlichkeit genommen und euch eurer Seele beraubt. Und er ist kein Lymphs-Bond-Bösewicht, der seinen Plan erzählt. Der Fluch, der gegen Bodhi und mich geschmiedet wurde, ist nun beendet. Und der gegen euch beginnt. Ihr werdet verdorren, vergehen und sterben. Ja, offensichtlich haben Bodhi und Irenikus irgendetwas angestellt in ihrer Vergangenheit und wurden deswegen allem beraubt, was sie ausmacht, sodass sie quasi nur noch so eine leere Hülle waren. Und Bodhi hat es dann gleich zu einer Vampirfürstin gemacht, na, weiß ich nicht, und Irenikus probiert das halt, diesen Fluch eben umzudrehen und zu brechen, und dafür braucht er anscheinend diese göttlichen Seelenfragmente aus Imone und Bib. Bodhi! Entfernt dieses Nichts. Und genauso Imoren. Wir wurden durch sie wiederhergestellt und brauchen sie nicht länger. Noch süßer ist nun die Rache, die unser sein wird. Wir haben noch gar nichts gemacht. Wie ihr wünscht, mein Bruder. Natürlich. Sorgt so schnell wie möglich dafür. Ich werde unsere Freunde im Dunkeln über unser Kommen informieren. Wir werden unseren Angriff hier planen. Ich entbiete euch ein Lebewohl, Kind von Baal. Wir werden uns nicht wiedersehen. Aber das war eine Lüge. Er weiß es nur noch nicht. Und so findet euer Leben nun sein Ende. Wie schade. Ihr wart unerwartet standhaft. Das gefällt mir. Erspart mir eure Worte und tut, was man euch befohlen hat, wie ein gutes Mädchen. Irenikus will in der Tat euren Tod, aber ich bin nicht sein Schoßhund und ihr untersteht jetzt meinem Willen. Eure höhnischen Bemerkungen werden keinen Groll gegen meinen Bruder hervorrufen, aber ich muss ihm auch nicht sofort gehorchen. Eure Fähigkeiten haben mein Interesse geweckt und da ihr sterben werdet, würde ich es euch auf unterhaltsame Weise machen lassen. Irenikus kann so hart sein, wenn er will. Er plant die Rache für seine Verbannung und kann an nichts anderes mehr denken. Ich befürchte, dass sein Entschluss, lebendig zu bleiben, eine Fehlentscheidung war. Der Untod brachte mich dazu, mich auf die Fähigkeiten von mächtigen Kreaturen zu konzentrieren, um mich für diese zu interessieren. Ich interessiere mich für euch. Ich werde euch einen sowohl ruhmreichen als auch unterhaltsamen Tod bescheren. Ich denke nicht. Tut das Schlimmste, Bodhi. Ich fürchte euch nicht. Das solltet ihr. Ihr müsst meinen Spießrutenlauf auf euch nehmen, um euer Leben zu verlängern. Ihr müsst es tun, in dem Wissen, dass ihr nur eine winzige Chance habt, etwas zu verändern. Seht ihr diesen Gang vor euch? Es ist der dunkelste Teil des Heims und seiner Geschichte, eine Prüfung der Klarheit seiner Gefangenen von einem Direktor, der sich daran erfreute, den Geist zu sezieren.
Jetzt steht er unter meinem Einfluss und dieser Ort wird von mir kontrolliert. Es ist ein Meisterstück des Wahnsinns, eines, das ihr dazu genau kennenlernen werdet. Es ist einige Zeit vergangen, seitdem ich die Verfolgung eines würdigen Gegners aufgenommen hatte. Geht in das hiesige Labyrinth und sucht einen Ausgang. Ich gebe euch Zeit zu laufen, doch dann werde ich kommen und speisen. Aber ihr lauft nicht nur zu meinem Vergnügen. Ich gebe euch auch einen Anreiz, um die Jagd ein bisschen interessanter zu gestalten. Vielleicht könnt ihr Renikus noch einen Strich durch die Rechnung machen, obwohl die Chance gering ist. Seine Pläne werden Zeit brauchen, gerade so lang, wie meine Jagd dauert. Absolviert meinen Spießrutenlauf und ihr werdet sterben. Oder frei sein. Die Jagd beginnt. Geht es euch gut? Ich hatte solche Angst. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, um mich zu holen, und dann sind wir fast... Tut mir leid, Bib, ich war nur so beunruhigt. Macht euch nichts draus, seid ihr verletzt? Was hat er euch angetan? Ich weiß es nicht, glaubt mir. Dasselbe, was er euch angetan hat, denke ich. Dass wir ja gleich sind. Bib, er zeigte mir, was ihr seid und was ich bin, und dann hat er es weggenommen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bin, Bib. Ihr könnt es vielleicht noch nicht fühlen, aber durch den Zauber fühle ich mich leer. Er nahm etwas Lebenswichtiges. Er sagt, dass es meine göttliche Seele war. Ich finde heraus, dass ich das Kind eines Gottes bin und jetzt fühle ich mich leer und sterbe. Auch ihr seid... So, wir werden helfen, indem wir werden überleben, indem wir uns gegenseitig helfen, so wie wir uns im Traum geholfen haben. Genau. Im Traum, Bib? Während meines Rituals hatte ich keinen Traum. Es gab nur Schwärze und mein Wille verflüchtigte sich. Hat es euch in anderer Weise beeinflusst als mich? Ihr hattet länger mit dem Wesen Baal zu tun. Vielleicht seid ihr stärker fokussiert. Oder vielleicht fokussiert es sich mehr auf euch. Wie auch immer, wir müssen uns das zurückholen, was Irenikus uns genommen hat. Ich stimme euch zu, göttliche Seele oder nicht. Es gibt eine tödliche Bedrohung für unseren sterblichen Teil. Ich habe kein gutes Gefühl für die Zukunft. Ich werde immer schwächer, Bib. Und es ist erst ein paar Tage her, dass ich das Ritual an mir vollzogen habe. Nein, dass sie das an mir vollzogen haben. Wenn uns Bodhi wirklich mehr Zeit gibt, wird unsere einzige Chance zum Überlegen sein, von ihr zu flüchten und Irenikus zu stellen. Wenn wir das Geschehene nicht umkehren, wenn wir unsere Seelen nicht wiederbekommen, werden wir wahrscheinlich beide sterben. Gut, dann sollten wir sofort aufbrechen. Ich stimme zu, es gibt aber ein Problem. Es tut mir leid, Imon, aber ich habe keinen Platz für euch. Genau. Was? Ich weiß, es ist lange her, dass wir zusammengereist sind, aber es fällt euch wirklich so leicht, mich zurückzulassen nach allem, was passiert ist? Ich wäre nicht wirklich ein Krieger des Lichtes, wenn ich euch das tun ließe. Verlasst mich, um stattdessen mein Vertrauen einer Prüfung zu unterziehen. Fügt dieser Person keinen Schaden zu. Ich könnte alleine hinausschleichen, vielleicht, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, seid vorsichtig, ich hoffe, wir treffen uns wieder. Ich werde versuchen, mich nach Adkatla durchzuschlagen, so hieß der Ort doch, oder? Es gibt dort ein Gasthof, die Kupferkrone. Ich werde versuchen, es dorthin zu schaffen. Ich hoffe, wir treffen uns wieder, Bib. Wir sind schließlich auf eine gewisse Art Geschwister. Genau. Das ist auch stark von Muzzy, dass sie einfach sagt, so soll es nicht gehen, aber das kann... Entschuldigung, zu viel Steckhöhle. Das kann Muzzy ja auch nicht ganz alleine entscheiden. Wenn nicht gar rasch erledigen. Ja, und normalerweise... Also wie das Spiel sich so gedacht hat, dass das hier läuft, damit man hier wieder einen Platz hat in der Gruppe, ist das so. Die gehen davon aus, dass man Yoshimo, den man am Anfang findet, mitnimmt. Und mit Yoshimo hat es eine Bewandtnis auf sich. Der ist in Wirklichkeit nämlich auch, Spoiler, Spoiler, ein Agent von Irenikus. Und der stellt sich an irgendeinem Punkt hier im Heim, wenn nicht sogar hier, gegen einen. Das heißt, er greift einen dann an, man tötet ihn, dann hat man wieder einen Diese Platz frei. Diese erbärmlichen Geplänkel, die wir führen, sind die Zeit nicht wert, die ich nachher brauche, um meine Waffen zu reinigen. Der Feldzug des Ordens gegen die Hügelriesen, ja, das brachte mein Blut in Alter, Nomi, ich erkläre hier gerade was. So, dann hat man das nämlich wieder frei, also den Platz, und dann kann man Imone mitnehmen. Okay, ja, ihr habt schon gegen Riesen gekämpft, wow. Ja, und das war sogar eine wirklich blutige Angelegenheit. Ich habe in dem Sommer bestimmt 20 von den Bestien niedergemacht. 20 Riesen? Ihr seid ziemlich arrogant. Sehr beeindruckend. Ich kann verstehen, dass ihr diese zufälligen Geplänkel für ein bisschen zu simpel haltet. Das stimmt, dennoch sollte ich mich nicht beschweren. Diese banalen Geplänkel gehören nun mal dazu und sie sind so schnell vorüber, dass sie lediglich ein wenig Unwohlsein hervorrufen.
Okay, tja, ein wenig Unwohlsein ruft bei mir auch hervor, dass der Part schon wieder um ist. Also, ja. Hui, 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 da haben wir doch einiges erlebt. Und jetzt müssen wir Bodhi entkommen. Ob wir das schaffen werden? Ich bin zuversichtlich. Aber erst beim nächsten Mal. Also, reinhauen. Tschö.